hier 3-4 Monaten so ein riesen Bart gewachsen wäre. Das wäre ja zu schön. Nee, seit ja, gut einem Jahr oder Oktober letzten Jahres, also vorletzten Jahres, besser gesagt. Und ich habe den zuvor nicht selber in Form gebracht, sondern einfach nur irgendwie so mit ein bisschen mit dem Kamm und Bartöl in die richtige Richtung. Aber jetzt ab einer gewissen Länge merke ich halt schon, dass da dass Wasser und Schere schon irgendwie dringend nötig hat. Hier sind wir auch schon vorbeigekommen, so wie es ausschaut. Wir müssen, glaube ich, hier hoch, um zu unserem Aussichtspunkt zu gelangen. Ja. Ja, und ich hoffe, dass die Friseure auch den Bart machen dürfen. Also beziehungsweise die Barbiere. Die bieten ja meistens so Haare schneiden und Bart an. Aber gerade im Sommer ist die Friseure. Over there. Oh, was ist denn? This must be the expedition's camp. A camp here. In the open wind. It was definitely set up by scholars. Ja, diese Gelehrten, die Studierten, ne? Keine Ahnung, wie man ein Zelt aufschlägt. Diese Blöden. Signs of combat. Oh ja. They were attacked. By the look of the tents in the campfire, it dates back several days. It seems they were taken prisoner. Hmm. I don't see any bodies. Das ist aber schlecht. Untersuchen wir das mal. No weapon leaves this sort of marking. Oh. Perhaps they were wielding magic. Yes. It is the art of the Donegada. One of the Valley clans was here. Would you know which one? One who fights against the invasion of the peoples from your island. I can be sure of nothing more. Why would they attack scholars? They're not warriors. They come here as conquerors. This is enough. But they were not killed. Warriors would have been. Kurt, geht dir nicht langsam die Puste aus, wenn du da die ganze Zeit rumrennen musst, ha? Huh? This looks like scientific equipment. This must be the lost expedition's campsite. Ja, komm Kurt, du schaffst es. Ich glaube an dich. Komm. Komm. Ah, okay. Ja, und jetzt? Ja, also das sieht auf jeden Fall nach dieser Magie aus, die Leute hier so wirken. Notiz, oh je, wer hat denn da so viel geschrieben? Notiz vom Anführer der Expedition. Die kugelförmige Wurzel hat eine dichte, feste Textur und einen starken, intensiven Geruch. Ich habe mehrere Tiere beobachtet, die ohne nennenswerte Effekte konsumieren, daher ist sie wahrscheinlich genießbar. Eine Destillation im Labor sollte weitere Aufschlüsse geben. Afra hat beschlossen, ihr Zelt weiter weg aufzuschlagen. Sie sagt, dass sie sich bei unserem ständigen Geplapper nicht konzentrieren kann. Diese junge Frau ist talentiert, aber ich verstehe, warum ihr Meister sie gehen ließ, denn sie ist sehr launisch. Aha, können wir vielleicht noch das Zelt von Afra finden? Diese Vogelart kommt in diesem Tal sehr häufig vor. Sie ist unglaublich neugierig. Sie kommen uns so nahe, dass wir sie berühren können. Oh, das kommt nicht oft vor bei Vögeln. Die Eingeborenen jagen sie wohl nicht, denn dann wären sie vorsichtiger. Aber ihr Fleisch ist köstlich. Was? Ihr streichelt erst die Vögel und fresst sie dann also. Boah, das kann man doch nicht machen. Ich nehme an, dass es sich um eine Glaubenssache handelt, was für die naiven Wilden sehr... sind sie vermutlich heilig. This looks like the journal of a naturalist. There are sketches of flora and fauna. There is no doubt. We are definitely on the trail of the lost expedition. It seems that one of the team kept a distance from the others. Let's see what we can discover. Ja. Die haben 100 pro die heiligen Vögel der Eingeborenen gegessen. Da müssen sie sich nicht wundern, wenn sie jetzt hier irgendwie und so, ne? Hier hinten. Aber scheinbar haben wir hier noch was zu gucken. Oder? Ja, sieh mal, hier liegt noch was. A trail of blood. Oh. That cannot be good. Nein, das kann nicht gut sein. Follow it. Oh, oh. Da sind die Wölfe. Die haben die Forscher aufgefressen. Wie sie die Vögel aufgefressen haben. Geschieht ihnen recht, scheiß Forscher. Das sind die heiligen Vögel der Insel. Aua. Aua.
So, jetzt habe ich dich aber. Zack! Level 19, hey! Sehr geil. Ich glaube, dann würde ich jetzt... können wir jetzt nicht auch eins unserer Attribute erhöhen? Ich gucke mal kurz. So, sieh mal, denn dann würde ich jetzt entweder auf Ausdauer oder auf Genauigkeit gehen. Beweglichkeit, das macht den physischen Schaden. Ich denke, dass ich jetzt auf Ausdauer gehe, damit ich härtere Rüstung tragen kann. Oder Genauigkeit, um dickere Waffen. Nee, ich nehme keine besseren Schusswaffen, denn wie gesagt, das, was wir beim Händler vorhin gesehen haben, benötigt zwar mehr Genauigkeit, aber ist noch lange nicht so stark wie die Waffe, die wir gerade tragen. Deswegen mache ich Ausdauer. Und hier brauche ich 3 Punkte. Ich habe 2. Ja, dann warte ich einfach noch ein Level. We're on the right path. Keep going. So, da hinten ist noch ein bisschen Harz. Das nehmen wir natürlich mit. Gibt's hier noch was? Nee, ich sehe jetzt so beim schnellen Überfliegen nix. Bis auf den guten Mann hier. Oder Frau, ich weiß nicht, was für ein Bär das ist. Huch, wo bin ich? Gerade eben. Oh, ja, da ist... Ist das? Ja, das ist ein Forscher. Das ist ein Mann. Corpse. The clothes cannot be mistaken. It is a scholar of the Bridge Alliance. From the looks of him, I would say he's been dead for days. As we already thought. This isn't the woman whose journal we found. There is still a chance that she remains alive. This man traded his life for all the suffering of my people. It was only a scholar, a sage, not a warrior on the battlefield. Do you think my people see a difference when bridgemen steal our people from their beds? From who do you think all the clans hide dead children? This man was unarmed. And from the position of his body, I would say he was fleeing. It is not honor that motivates them. Maybe it was vengeance. I'll search the body. We might find something to help us understand. Ja, vielleicht etwas Gold, das wir in unsere eigene Tasche stecken können. Oh, Reisetruhenschlüssel. Ja. Hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Lager, nehme ich mal an. Von, hey, nimm das mit. So. Here is the isolated camp mentioned in the journal. Everything is in order, but the inhabitants are no longer there. Ja. Its position would have allowed them to escape the attack. Isolated. Discreet. Perfect visibility. Great choice. Ja, das ist tatsächlich ein sehr schöner Ausblick mit dem Wasserfall dort hinten. Wunderbar. Oh. Ah, ja, das ist der Reisetruhenschlüssel. Gut. Das Tagebuch. Oh Gott, die schreiben aber auch ziemlich viel. Also, das Tagebuch einer gewissen Afra. Wir haben ein kleines Lager in einem Tal errichtet, das wir studieren wollten. Die Flora an diesem Ort ist unglaublich üppig. Diese Insel ist der einzige Ort, an dem so viele verschiedene Arten nebeneinander zu finden sind. Angesichts dieser Vielfalt werden wir sicherlich ein Gegenmittel für den Malikor finden. Ja, das wäre ja schwer zu hoffen, damit wir noch unseren Vetter, den Konstantin, retten können, weil der sieht nicht mehr so gut aus. Diese Pflanze mit ihren blauen Blüten und gezackten Blättern ist anders als jede andere Pflanze, die ich kenne. Wir werden einige Experimente durchführen müssen, um herauszufinden, ob sie wirksame Essenzen enthält. Es ist eine Schande, dass wir uns nicht mit den Eingeborenen austauschen können, denn sie kennen sicherlich alle Eigenschaften dieser Pflanzen. Aber die Soldaten warnten uns und sagten, dass wir den Inselbewohnern nicht vertrauen sollen. Anscheinend sind sie in diesem Gebiet sehr angriffslustig. Ja, hat ja Siora auch schon erwähnt. Unsere Ankunft im Tal blieb nicht unbemerkt. Ich fühle mich, als würden wir beobachtet, höchstwahrscheinlich von den Inselbewohnern. Hoffentlich verstehen sie, dass wir nicht hier sind, um sie zu kämpfen, sondern nur um die Flora zu katalogisieren. Das Gefühl, beobachtet zu werden, wird immer bedrohlicher. Sie sind ganz in der Nähe, ich kann es spüren. Ich fürchte, wir müssen mit einem Angriff rechnen. Wir haben so wenig Waffen und meine Kollegen sind kaum imstande, sich zu verteidigen. Ich bin mir sicher, dass sie uns aus dem Sumpf heraus beobachten.
Wenn sie uns angreifen, werden sie höchstwahrscheinlich von dort kommen. Ich habe versucht, meine Begleiter zu warnen, ihnen zu sagen, dass sie sich unauffällig verhalten sollen. Aber sie weigern sich, auf mich zu hören. Ja. It is a journal. That of a woman from the expedition, a certain Afra. She speaks of their research and relates here that she felt watched. She feared an attack was brewing. I believe she was right. The writing stops mid-sentence. A woman with sharp eyes. They might have saved her life. We must follow the tracks of the attack. They will certainly lead us to our party of intrepid scientists. This woman was right to fear the Donea Exregau. They must have followed this path coming from the swamp. This is where we should go if we want to find these Loyan scholars. Yep. Yep, yep, yep. Sumpf, das hat sie ja auch schon selbst in ihrem Buch geschrieben. Und hier geht's scheinbar nicht weiter. Na gut. Lass mal kurz auf die Karte sehen. Oh je. Okay, gehen wir jetzt zurück und dann halten wir uns links. Gehen so oben drüber. Ne? So. So, zurück, 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 zurück hier durch diesen kleinen Engpass hier und dann sind wir wieder im Lager und ich denke, den hier können wir noch mitnehmen, ganz genau. So, und jetzt hier dort hinten links. Hier schon, oder? Ja doch, hier geht's, glaube ich, lang. Oh, halt, hier habe ich noch was gesehen. Zack, nehmen wir mit. Roheisenerz, vereseltes Erz. Für Kugeln. Und hier ist noch ein bisschen Harz. Und noch mehr Pilze. Zunderschwarm, 3 Stück. Die brauchen wir auch, um Kugeln herzustellen. Und hier ist noch Weißdorn. Aha. Ja, wie gesagt, wir brauchen das Zeug. Wir müssen alles mitnehmen, was wir können. Zunderschwarm, wunderbar. So, laufen wir denn jetzt hier richtig? Ah ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Harz und... Oh je, hoppala. Ich glaube nicht, dass wir da wieder hochkommen. Look, those are islanders. They might be from the clan that attacked the Bridger camp. That's possible. They look like trackers. But what are they tracking? New prey, no doubt. Let's get closer. Hmm. What are you tracking? Brinaise! We won't let you take us. We will not kneel down without a fight. Charisma. Wait. We have no desire to fight you. We only want to find the Lion Sages. They are not warriors, but their chief is ready to send an army of warriors to liberate them. If you help us bring them back, you will save your tribe from a costly battle in lives. He speaks truly. Oh. Look, one of them is already eager to bring Loyan warriors back to us. All we wanted was for them to tell us where our brothers are being kept. Bitte was? What good is this if we must leave our camp behind? Very well. Stay away from the main entrance. Our guards will not welcome your arrival. Pass around. There is a smaller entrance hidden there. The Loyans are kept in a home in ruins. There must be a key somewhere to open the door, but I know not where it is kept. Mhm, interessant. Jetzt müssen wir uns also ins Lager schleichen. Und... Huch. Oh, Flaschenpost. I'm not here to kill you. Tell me then, what is your intended purpose? We were sent to look for you. Apologies, but allow me to express my doubts. Well, after this little swim, you could always try to pull the trigger. Who sent you to find me?